Heiko Sportiv in Darmstadt. Hier bereiten Martin Müller und Felice Skura ihren Volvo 240T für die neue Saison vor. Ja, wenn so ein Auto also länger steht, dann zieht die Bremsflüssigkeit Wasser. Ja, und das hat dann zur Folge, dass die Bremse halt nicht mehr richtig funktioniert. Und aus dem Grund guckt man einfach nach der Bremsflüssigkeit, nach den Belägen, wenn es länger gestanden hat, und wechselt das einmal durch. Bereits am nächsten Tag soll der Volvo beim Tourenwagen Revival auf dem Nürburgring an den Start gehen. Die Bremsbeläge der letzten Saison sind noch gut. Nur die Bremsflüssigkeit wird sicherheitshalber ausgetauscht. Der Martin ist Robo und drückt auf das Pedal, dass der Pump aufgebaut wird. Das heißt, die Flüssigkeit läuft in den Zylinder rein, der Zylinder wird vollgefüllt. Und ich mache das Ventil nur auf und lasse ein bisschen die Flüssigkeit raus. Das heißt, wenn in der Leitung was sein sollte, dann kommt er mit raus. Diese kleine Bläschen, die sich bilden kann. Okay? Ja. Okay, Druck ist da. Okay. So, jetzt haben wir ein bisschen versaut. In Darmstadt gibt es keine Teststrecke. Deshalb findet die erste Probefahrt auf der Straße statt. Martin und Felice suchen dafür die passenden Reifen aus. Wir machen jetzt Regenreifen drauf. Mit denen können wir also auf der Straße ruhig mal jetzt bei dem Wetter mal eine Testfahrt machen. Das geht schon mal, ja. Weil mit Slicks ist auf der Straße ein bisschen schlecht. Der Regenreif hat ein bisschen mehr Grip, praktisch, weil er ein bisschen weicher ist. Die Felgen für den Volvo sind eine Sonderanfertigung. Nee, das sind nicht mehr ganz die Originalfelgen von damals. Das sind die Felgen, wie sie damals im Motorsport benutzt wurden. Das sind BBS-Felgen. Die haben wir extra machen lassen, weil es nicht mehr gab. Und also original hat das Auto 15 Zoll Räder gehabt. Jetzt haben wir 17 Zoll Räder drauf. Martin und Felice checken den Wagen noch von unten. Schließlich soll er kein Öl oder Wasser verlieren. Und auch die Gelenke müssen passen. Jetzt gucken wir nochmal hier vorne. Das Kreuzgelenk, ob das in Ordnung ist. Sieht auch gut aus, Gummilager. Ist gut. Ist okay. Das andere vorne, kurz vorne. Mal gucken. Das ist gut. Ah. Können wir machen, ja. Und machen wir eine Proberunde, oder? Das würde ich vorschlagen. Ja. Eine gute Idee. Okay, machen wir das. Jahrelang hat die Mannschaft von Heiko Sportiv nach einem Original-Renn-Volvo gesucht. Viele Modelle sind verschollen. Also wir haben über einen Bekannten erfahren, dass in Schweden so ein Fahrzeug noch vorhanden ist, was dort zu Rallye-Zwecken missbraucht wurde und in einem sehr, sehr schlechten Zustand ist. Aber es war halt sehr schön, dass es an für sich ein Original war mit einer Original-Fahrgestellnummer. Und da haben wir uns entschlossen, das Fahrzeug hierher zu holen. Ja, Felice, gucken wir noch mal am Öl, bevor ich losfahre. Ne? Ja, das ist, machen wir auf jeden Fall. Der Ölstand passt. 3 Jahre hat Martin nach Feierabend zusammen mit seinem Kollegen den heruntergerittenen Volvo restauriert. Ja. Verständlich, dass er dabei jedem Start mitfiebert, ob die Maschine anspringt. Ja, sehr spannend. Also es ist jetzt wirklich der erste Start jetzt in der Saison. Und da ist natürlich die Spannung mehr groß, ob alles so läuft wie gehabt oder wie geplant. Hier, Felice, ich mach jetzt mal an. Ne? Ja, okay, lass laufen. Martins Start ist auch immer ein kleiner Kampf gegen das Vergessen. Wer weiß schon noch, dass der unsportliche Volvo viele Titel im Rennsport gewonnen hat. Bei der Restaurierung wurde auch der Motor überarbeitet. Er hat jetzt eine Spezialnockenwelle und einen neuen Turbo. Ja, also das Gefühl, wenn man den 240er da rausholt nach einer langen Zeit, das ist einfach immer klasse, weil es ist einfach ein ganz spezielles Auto, was so seine Eigenheiten hat und was unwahrscheinlich Spaß macht und unwahrscheinlich direkt vom Ansprechverhalten, vom Fahrgefühl. Es gibt eigentlich nichts Besseres, als so einen Youngtimer zu bewegen. Da lernt man doch richtig oder da merkt man richtig, dass man Auto fährt. Ja. Also richtig gut. Keine Elektronik, nur reine Mechanik. Das ist für Martin richtiges Autofahren. Ja, also zum ersten Blick ist alles gut. Öldruck ist in Ordnung, Systemdruck vom Benzindruck her ist alles gut. Ja. Alle Anzeigen funktionieren nach wie vor und die Werte sind alle in Ordnung. Also normalerweise spricht nichts dagegen, dass wir am Wochenende Spaß haben auf der Rennstrecke. Martin gibt kurz Gas, um den Ladedruck zu überprüfen. Irgendwie macht er nicht genug Ladedruck. Vielleicht ist irgendwas mit der Zündung oder vielleicht nochmal überprüfen. Ah, es könnte vielleicht nur ein Schlauch von der
eine Ladeluftkühlung irgendwo abzahlen, weil er macht nicht richtig Ladedruck, baut er nicht richtig auf. Müsste eigentlich ein bisschen mehr Ladedruck machen, vielleicht ist irgendwo ein Schlauch undicht oder sowas, müssen wir nochmal gucken. Ein loser Schlauch wäre schnell repariert. Martin will aber kein Risiko eingehen und fährt sicherheitshalber gleich auf den Prüfstand. Wir wollen jetzt hier auf dem Prüfstand nochmal die ganzen Parameter überprüfen, sprich Benzindruck, Ladedruck und so weiter. Und das können wir auf dem Prüfstand sehr gut machen, weil wir da eine konstante Zugkraft haben, konstante Geschwindigkeit fahren können. Und ich habe jetzt bei der Probefahrt festgestellt, dass ein bisschen sprotzelt und nicht richtig durchzieht. Und ja, das werden wir jetzt auf dem Prüfstand rausfahren, was es ist. Felice kontrolliert, ob die wichtigsten Schläuche und Anschlüsse fest sitzen. Er will als erstes die einfachsten Fehler ausschließen. Es ist schwer zu sagen. Also wenn wir jetzt auf den Prüfstand sind, dann können wir richtig sehen, was das Fahrzeug überhaupt macht. Ob der wirklich sprotzelt, weil wir müssen ja gucken, ob es wirklich, wo es herkommt. Kann ja wie gesagt Schläuche sein, kann auch Zündkerzenstecker sein, kann Benzindruck, kann Ladedruck sein. Aber das sehen wir ganz genau, wenn wir jetzt auf dem Prüfstand sind. Ich mache nur einen kleinen Durchcheck, ob wirklich alle Schläuche drauf sind und Stecker. Und dann werden wir mal ausprobieren. Während Felice den Motor checkt, zurrt Martin den Volvo fest. Denn rutscht der Volvo bei Geschwindigkeiten von über 100 Stundenkilometern von der Rolle, wird es lebensgefährlich. Felice, mach mal Start. Ja. Während Felice die Daten auf dem Computer kontrolliert, beschleunigt Martin den Volvo. Dabei muss er, wie auf der Straße, ganz normal Gas geben und schalten. Ich habe jetzt auch im Prüfstand gesehen, dass der Benzindruck ein bisschen niedrig ist und wahrscheinlich kommt dadurch der Leistungsverlust oben rum, dass er nicht ganz richtig Druck aufbaut. Da fehlt mir einfach ein bisschen Sprit oben raus und müssen wir jetzt mal gucken, wo es liegt. Also kann nichts Großes sein, also kann nur eine kleine Einstellung sein oder sowas. Müssen wir schauen. Mit wenigen Handgriffen erhöht Felice den Benzindruck. Okay, Martin, eingestellt ist das alles. Du kannst nochmal auf den Prüfstand fahren, guckst, dass alles okay ist. Und wenn es alles okay ist, fahren wir dann auf die Straße nochmal. Dann mache ich jetzt nochmal, fahren wir noch einmal. Machst du gerade hier wieder an auf Start? Okay. Ist der Benzindruck zu niedrig, bekommt der Zylinder nicht genug Sprit und die Leistung des Motors fällt ab. Na gut, wir haben jetzt festgestellt, dass der Benzindruck etwas niedrig war und ja, das kann halt vorkommen, wenn das Fahrzeug über den Winter steht und man alles neu einbaut und nochmal auseinander nimmt und wieder zusammenbaut, dass man halt dann den Benzindruckregler nochmal ein bisschen nachjustieren muss, dass der Druck wieder stimmt gegenüber dem Vorjahr. Also das kann schon mal passieren. Martin macht sofort eine zweite Probefahrt, um zu sehen, ob der Benzindruck jetzt konstant hoch bleibt. Oh ja, jetzt geht er richtig gut, jetzt fühlt sich richtig gut an, ja. Richtig gut. Sauber. Läuft sauber hoch, ja. Also, Druck ist da. Mal kurz durchbeschleunigen, mal gucken, was er macht. Ja.